Realität im Umbruch. Kapitel 1. Leben. Ich setze den Helm auf und starte meine Maschine. Für einen längeren Zeitraum stand mein Motorrad nur in der Garage. Heute Morgen sprang mein Auto nicht an und ich musste umdenken. Ich hasse das. Mein Alltag ist gut organisiert und strukturiert, damit ich möglichst keine Überraschungen erlebe. Meine beste Freundin zieht mich oft damit auf, dass mir dadurch aber auch viel Spaß entgeht. Ich grinse in mich hinein und schicke Iris in Gedanken einen lieben Gruß. Naja, aus einer Not heraus hatte ich heute Morgen das Motorrad genommen, um ins Büro zu kommen. Nun muss ich ja auf dem gleichen Weg wieder zurück. Das ganze Motorrad vibriert unter mir und insgeheim muss ich mir eingestehen, dass ich das vermisst habe. Das würde ich aber nie laut zugeben. Ich fahre aus der Tiefgarage, die zu unserem Bürogebäude gehört, hinaus und biege auf die Hauptstraße ab. Ich habe die Auswahl zwischen der Autobahn, die auf direktem und kurzem Weg nach Hause führt, oder der Landstraße, die zwar einen Umweg darstellt, aber sich durch einige Kurven interessant gestaltet. An einem normalen Tag hätte ich mich für die Autobahn entschieden. Zu Hause warten schließlich weitere Aufgaben auf mich, aber heute entscheide ich mich für die Landstraße. Warum ich heute anders entscheide, weiß ich auch nicht so genau. Als die erste kompliziertere Kurve kommt, hat mein Adrenalin schon den richtigen Spiegel. Der Sportauspuff ist bei dem Motorrad schon dabei gewesen. Wenn ich am Gas drehe, brüllt der Auspuff dumpf auf und das Geräusch bringt meinen ganzen Körper zum Vibrieren. Wenn das gehen würde, würde ich sagen, ich werde für kurze Zeit zum Leben erweckt und meine Zellen schwingen im gleichen Takt mit dem Motorrad. Ich lege mich mit meinem ganzen Körpergewicht hinein und fahre die Kurve sauber, wie ich es gelernt habe. Wie konnte ich nur so lange auf diesen Spaß verzichten? Zu Hause angekommen, stelle ich die Maschine wieder in die Garage. Als ich ins Haus gehe, bin ich schon mit den Gedanken bei der Planung des Abends. Sport, Essen zubereiten und meine Mutter anrufen. Wenn ich nicht einmal wöchentlich bei ihr anrufe, muss ich mir wieder Vorhaltungen anhören. Ich habe die Tour auf meinem früher mal so geliebten Motorrad schnell wieder vergessen. So tief bin ich in meiner täglichen Routine gefangen. Kapitel 2. Realität. Während ich mich auf dem Stepper warm laufe, schalte ich die regionale Rundschau ein. Ich halte mich gerne auf dem Laufenden und will wissen, was in meiner Umgebung los ist. Schon auf dem größten Fernsehsender ist wieder eine Verfolgungsjagd zu sehen. Die Menschen werden immer verrückter, denke ich innerlich und will schon wegschalten. Dann kommt mir die Straße doch zu bekannt vor, um es zu ignorieren. Mein Gott, denke ich fasziniert, das ist doch meine Straße. Ich schaue auf das verwackelte Bild, über das der Scheinwerfer des Hubschraubers tanzt. Seltsam, denke ich, das flüchtende Fahrzeug hat ja gar keine Scheinwerfer an. Um diese Uhrzeit ist das schon sehr riskant. Und dann in dem Moment, in dem das Ungetüm in ein Auto rennt, erfasst es der Scheinwerfer. Eine große, schwarze Gestalt, auf muskulöse, lange Arme gestützt und mit gorillaähnlichem Körperbau, kracht im Licht des Scheinwerfers in einen Lastwagen. Ein Heulen ist zu hören, tief und doch kreischend wie vor Angst. Doch ich höre es nicht aus dem Fernseher, sondern von draußen, dann ein lautes Krachen. Als ich aufspringe und nach hinten schaue, sehe ich, wie das Haus hinter mir zerbirstet und ein gewaltiges Tier hindurchrennt. Eine Sekunde erstarre ich, dann ein Lichtstrahl, extrem hell und begleitet von Rufen über ein Mikrofon, leuchtet es das Tier von der Seite an. Noch während es seine Richtung ändert und zu mir rennt, drehe ich mich um. So schnell ich kann, renne ich zur Türe und reiße sie auf. Dann splittern. Das Monstrum rennt in mein kleines Haus hinein. Ich springe durch den Türrahmen und beginne zu rennen, währenddem das Monster durch die Hauswand donnert und die Tür zertrümmert. Als es mich schon fast erreicht hat, spüre und höre ich sein Schnauben. Panik erfüllt es.
Dann stolpere ich, als ich mich im Fallen drehe, um das Monster noch ein letztes Mal anzuschauen, erkenne ich ein schwarzes Ungetüm mit vielen Wunden, aus denen violettes Blut quillt. Es schreit und die Augen leuchten rot auf. Dann ein dumpfes Wumpf und das Monster prallt zur Seite. Es stolpert und kommt einige Meter entfernt zu liegen. Ich sehe, wie es erschlafft und stillatmend liegen bleibt. Als ich mich gefangen habe und mich aufrichte, sehe ich eine chromstahlglänzende Spritze aus dem Ungetüm ragen. Ich richte mich auf und atme schwer. Als ich zu dem zerstörten Haus hinüberschaue, steht vor mir eine blau schimmernde Gestalt. Ich reibe mir die Augen und schaue genauer hin. Sie hält mir die Hand hin. Ein junges Mädchen mit Streifen aus leuchtender Haut über den ganzen Körper und einem roten Punkt auf der blauen Unterlippe. »Ich bin Catherine«, sagt sie und legt mit einem fröhlichen Lächeln den Kopf schief. Ich zögere eine Sekunde und versuche zu verarbeiten, was gerade passiert ist. Dann nehme ich ihre Hand und spüre die angenehme Wärme, die von ihr ausgeht. Sie schüttelt sie fröhlich und stellt sich dann mit Blick auf das Monster neben mich. »Du spürst es, oder?« sagt sie mit trauriger Stimme. »Es ist ein gepeinigtes Geschöpf. Ich brauche jemanden, der mir hilft, die Angelegenheit zu erklären, und vielleicht jemanden, der einen Blick für die Realität hat«, fährt sie fort. Sie dreht sich zu mir hin und schaut mir tief in die Augen. »Ich denke, du könntest beides sein.« Sie nimmt meine Hand und hält ihre darüber. »Willst du beides sein?« Der blaue Teil ihrer Hand beginnt Wellen zu schlagen und aus ihrer Handfläche formt sich ein Tropfen. Und wieder dieser intensive Blick des Mädchens. »Ich erlaube dir damit Einblick in ein Netzwerk, das größer ist als alles, was du dir vorstellen kannst. Ich zeige dir die Realität, diejenige, die wirklich von den Menschen erlebt wird, und du wirst auch so ein Mensch. Dein Leben wird ein Teil unserer Geschichte, die ich verwalte und die wir niederschreiben für die Ewigkeit.« Ich schlucke. Dann schaue ich hinter sie, schaue zu dem Ungetüm, das nun friedlich schläft. Frage mich, was das zu bedeuten hat für die Realität, in der ich lebe, und sollte diese Realität eh schon zerbrochen sein, kann ich doch auch eine neue akzeptieren. Ich schaue dieser seltsamen jungen Frau ins Gesicht, dann nicke ich. Der blaue Tropfen löst sich und fällt auf meine Handfläche. Ein Schauer überfällt mich. Vor meinen Augen tanzen auf einmal tausende Bilder, Bilder von anderen Menschen, die an mich denken, Bilder von toten Menschen, die einst gelebt haben, Tatensätze und Tabellen, Tiere in ihrer Komplexität so weit erklärt, dass es unmöglich scheint. Alles als Gesamtheit zeigt sich mir mit immer steigender Komplexität. Ich sinke auf die Knie, schließe meine Augen und gebe mich dem Strom aus Informationen hin. Nach gewisser Zeit öffne ich die Augen. Meine Umgebung hat sich verändert. Das Ungetüm ist weg. Polizisten sichern gerade das Gebiet und eine Frau mit Erkennungsmarke redet auf mich ein. Ich stehe auf, nicke ihr zu und beantworte ihre Fragen kurz angebunden. Doch innerlich bin ich immer noch gefangen in den Wogen an Informationen, diesen Wogen einer Welt, in der ich schon immer lebte, aber sich mir alles in solcher Vollkommenheit eröffnet, die ich mir nie hätte vorstellen können. Jede Banalität scheint mir mehr Informationen zu beinhalten als mein komplettes vergangenes Leben. Und doch war nichts verloren. Wenn ich versuche, mich zu erinnern, ist da mehr. Bilder, die ich noch nie gesehen habe, oder Sachen, die ich schon längst vergessen glaubte. Alles ist mir zugänglich. Alles, was wir irgendwo sehen, ist abrufbar. Ich bin nun ein Teil dieser Energie, dieses Stroms. Und doch fühle ich mich wieder wie ein Kind, das alles noch zu lernen hat. Kapitel 3: Die gefangene Seele.
Ich schaue durch den Schleier meiner Pein auf den Eingang vor mir. Es ist düster, lediglich eine Kerze brennt in dem Raum. Sie ist fast heruntergebrannt. Wenn es dunkel wird, werden sie wiederkommen. Ich erschauere, Angst, Schmerz und Verzweiflung erfüllen mich. Ich bin an einer Kette aufgehängt. Nackt hänge ich mit nach oben gefesselten Armen in dem Raum. Um mich herum ist nur nackter Stein und über 100 heruntergebrannte Kerzen. Unter mir ist eingetrocknetes Blut, Schleim und andere Körperflüssigkeiten. Ich kneife die Augen zusammen und versuche, meine Gedanken zu sammeln. Bald wird es wiederkommen, wird mit mir reden, mich indoktrinieren und danach kommt die Bestrafung. Ich habe eine unsühnbare Schuld auf mich geladen. Ich bin eine Tochter des Widerstandes und ich soll bald gegen den Widerstand kämpfen. Es hat es mir versprochen, das Wesen, was sich Quillian nennt. Bald bin ich ihm vollkommen verfallen. Ich erinnere mich kaum noch an die Tage vor meinem Martyrium in diesem Raum. Seine rote Gestalt erscheint mir in meinen Träumen und sogar wenn ich wach bin, habe ich Visionen von seiner Stimme. Bald wird er kommen. Das Licht der Kerze flackert, meine roten Körperhaare richten sich auf, ich fletsche meine spitzen Zähne und versuche mich aufzurichten. Dann erlischt das Licht. Ich halte den Atem an. Einige Sekunden verstreichen, ohne dass etwas passiert, aber ich bin mir sicher, dass er jetzt kommt. Nie hat er sich verspätet. Dann öffnet sich die Tür. Das Quietschen der schweren Metalltür lässt mich erschauern. Das Licht, das hereinfällt, blendet mich. Ich kneife die Augen zusammen und seltsamerweise verspüre ich Freude darüber, dass er kommt, auch wenn ich dagegen ankämpfe. Ich kann es nicht mehr. Ich bin meinem Peiniger verfallen und kann es nicht einmal mehr leugnen. Ich schaue auf das Wesen. Es besteht vollkommen aus einer roten Flüssigkeit, umhüllt von flackernden Flammen. Seine Augen leuchten rot und scheinen doch tot zu sein. Angst durchflutet mich, als er hereinkommt. Die Tür schließt sich lautstark und dann erleuchtet nur noch das rote Glimmern von dem Wesen den Raum. Tochter, sagt er, es klingt fast liebevoll, doch so kalt und schneidend wie Eis. Vater, sage ich, und Tränen treten in meine Augen. Tochter, ich habe ein Geschenk für dich, sagt der rote Geist, und die Flammen erreichen fast meinen Körper. Ich seufze laut. Dann hebt es seinen flackernden Arm und berührt meine Seite. Das leichte Fell auf meiner Haut sträubt sich. Seine Hand ist eiskalt und heiß wie Feuer zugleich. Doch es verletzt mich nicht. Es löst nur extreme Energieströme aus, die mich aufstöhnen lassen. Er streicht mir genüsslich über den Körper, streicht über den Bauch, umkreist meinen Bauchnabel. Dann geht er hoch über meine Brust, streichelt sanft eine Brust und umfasst dann meinen Hals. Das Geschenk ist deine Freiheit und meine Kraft, sagt es wieder mit dieser unmenschlichen Stimme. Ich schaue gebannt in die brennenden Augen, unfähig etwas zu erwidern. Dann spüre ich, wie einer seiner Finger in meinen Nacken eindringt. Hass, Wut, Zorn, Verzweiflung, Angst, Leid fluten mich wie ein Feuerwerk an Emotionen. Sie scheinen direkt aus seinem Inneren zu kommen. Er drückt die Emotionen in mich hinein. Ich reiße meine Augen auf und stoße einen stummen Schrei aus, der lediglich leises Krächzen hervorbringt. Ich sehe Bilder, fühle Emotionen, höre Stimmen, Tausende, Millionen. Wie jedes Mal ist es unfassbar für mich, von wie vielen Orten das Leiden eingefangen worden ist und nun mir gezeigt wird. Doch diesmal ist es anders. Er lächelt mich böse an, dann nimmt er seine Hand weg, doch im Gegensatz zu den sonstigen Malen verstummen die Schreie nicht. Ich spüre, wie von meinem Nacken sich die Flüssigkeit, aus der er besteht, sich in meinem Körper weiter verteilt, in meinem Kopf, mein Gehirn eindringt und das Geschrei, die Schmerzen sich festsetzen. Das ist mein erstes Geschenk an dich,
sagt die rote Gestalt wieder. Das zweite Geschenk ist die Rache an den niederen Geschöpfen, die dich gepeinigt haben. Er macht eine Pause und spuckt dann aus. An Menschen. Dann öffnet sich die Tür wieder und er sagt noch, danach wirst du für mich kämpfen oder ich werde dich wieder bestrafen lassen. Er geht und wie sonst auch treten an seiner Stadt durch die Tür mehrere Männer, marode Kreaturen, die mich seit unerträglich langer Zeit jeden Tag vergewaltigt haben und es heute wieder tun werden, dessen bin ich nicht mehr sicher, nur dass ich diesmal nur noch Zorn und Hass verspüre. Die Angst und die Verzweiflung sind verflogen. Sie lachen, reiben sich die Hände und treten hinein. Dann geschieht etwas Unerwartetes. Die Ketten lösen sich und ich falle zu Boden. Die Männer bleiben stehen, verwirrt, doch noch verspüren sie keine Angst. Meine Muskeln waren geschwunden, doch der Zorn in meinem Kopf, meinem Herzen gibt mir Kraft. Ich richte mich zitternd auf. Einer der Männer macht einen Schritt auf mich zu, will mich packen, er greift meinen Arm, doch er will mir nicht helfen, er wirft mich auf den Rücken, springt auf mich drauf, sicher noch gewinnen zu können, schiebt er sich zwischen meine Beine, ich schreie wieder, doch war es diesmal kein Keuchen mehr, sondern ein markerschütternder Schrei von ungeheurer Lautstärke, ich stoße den Mann von mir herunter, er fliegt nach hinten gegen die Wand und stößt sich den Kopf. Bewusstlos sackt er zusammen. Die anderen Männer spüren nun langsam Angst in ihn hochkriechen. Nun im Gegensatz zu jedem Mal zuvor hatte mir der rote Teufel die Kraft nicht genommen. Nein, er hat mir noch mehr gegeben, Wut, die ich benutzen werde. Ich springe auf die Beine und bring mich in Kampfhaltung. Ein Mann zieht ein Messer und rennt auf mich zu. Ich packe seinen Arm und breche ihn. Dann will ich ihn zur Seite werfen, reiße ihm stattdessen den Arm aus, was überraschend einfach zu sein scheint. Wie in Zeitlupe sehe ich seinen überraschten Gesichtsausdruck und die Blutspritzer durch die Luft fliegen. Er bricht zusammen, der Arm klatscht gegen die Wand. Der Nächste zieht eine Pistole, doch noch bevor er sie in Anschlag bringen kann, springe ich ihn an und reiße ihm den Kopf ab. Blut benetzt mein Gesicht. Der Mann sackt tot zu Boden. Nun stehen nur noch drei Männer vor mir. Ich werfe den Kopf wie ein Spielzeug in meiner Rechten auf und ab. Blut spritzt überall hin, benetzt meinen Körper. Ich lecke mir über die Lippen und schmecke es. Es schmeckt besser als jede Droge, jedes Ambrosia. Es ist wahrer Göttersaft. Ich werfe den Kopf nach einem der drei, die erstarrt zitternd dastehen. Allesamt hatten sie sich nass gemacht. Der Kopf zerbricht von der Wucht des Aufpralls und auch der kurz zuvor noch lebende Mann hat nun einen gespaltenen Schädel. Ich gehe langsam auf die Männer zu. Freude durchflutet mich. Ich hätte nie gedacht, dass Töten mir solch einen Spaß machen könnte. Ich lache und schwinge meine Hüften, Hüften, die viel zu oft gegen meinen Willen geschändet wurden. Doch nun werde ich mich rächen und danach werde ich mich an allen Menschen rächen. Ja, ich werde Quillian folgen, ich werde töten und es wird mir Spaß machen. Ich packe den einen der starr dastehenden Männer zwischen den Beinen und reiße dann mit einem Ruck ein Stück seiner Hose raus. Dazwischen natürlich noch sein Penis und seinen Hoden. Er schreit laut auf und bricht zusammen. Ich werfe das Zeug achtlos in eine Ecke und gehe auf den Letzten zu. Ich packe ihn am Hals und hebe ihn vom Boden hoch. Dann gehe ich mit meiner anderen Hand an seine Brust und dringe mit meinen scharfen Krallen in seine Brust hinein. Mühelos zerbreche ich seine Knochen und packe dein Sann wie wild pulsierendes Herz. Langsam drücke ich zu, bis das panisch zuckende Ding in meiner Hand platzt. Der Mann spuckt Blut. Etwas davon gerät in mein Auge und ich muss blinzeln.
dann lasse ich ihn fallen. Ich blicke mich um und präge mir jeden Blutstropfen ein, jede Einzelhaut des Raumes, in dem ich für Monate gepeinigt wurde, soll in meiner Erinnerung bleiben, dass mir das nie wieder passieren wird. Und dafür muss ich tun, was Quillian von mir verlangt. Ich will schon gehen. Da fällt mir der Mann auf, der besinnungslos auf dem Boden liegt. Ich knie mich vor ihn hin und lächle. Langsam nehme ich zwei Finger und lege sie auf seine Augen. In aller Ruhe führe ich sie ein. Er schreit auf, beginnt zu zappeln. Dann mit einem Ruck stecke ich meine Finger bis zum Anschlag in sein Gehirn. Und er wird ruhig. Zufrieden stehe ich auf und lecke meine Finger ab, während ich langsam den Raum verlasse und in das gleißende Tageslicht trete. Kapitel 4. Evelyn. Eine Stimme erreicht mich. Olivia, sagt sie. Olivia, es ist Zeit für dich zu gehen. Ich blicke mich um. Keiner ist neben mir oder redet mit mir. Auch die junge Frau scheint nicht hier zu sein und dennoch spüre ich ihre Präsenz. Nah, als würde sie mich sanft berühren. Ich habe einen Auftrag für dich, sagt sie wieder. Ein Mann, er hat sich bereit erklärt, Informationen über unseren Feind zu liefern, doch bis jetzt sind beinahe alle Kontaktaufnahmen fehlgeschlagen. Ich habe ihn schon einmal gesehen, doch mich nochmal mit ihm zu treffen wäre zu riskant. Ich werde verfolgt. Das Tier, das dein Haus vernichtet hat, war hinter mir her. Das tut mir leid. Eine Pause folgt. Anscheinend wartet sie auf eine Erwiderung. Ich kann es noch nicht ganz begreifen. Das Haus hatte viele Erinnerungen von mir und ich weiß nicht, wo ich jetzt hingehöre. Ich schaue auf meine Hände. Leere Hände. Ich kann dir ein neues Haus beschaffen. Das ist nicht das Problem, sagt Catherine. Die Zukunft ist viel das größere Problem. Ich weiß, dass die Welt zurzeit ihrer mächtigsten Beschützer beraubt ist. Sie mussten weg. Doch ich denke, dass sie eine der Bedrohungen, die hier lauerten, zu unbedacht zurückgelassen haben. Ich bin noch jung und unerfahren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte, hilf mir. Ich spüre eine seltsame Verwundbarkeit in der Stille. Ich nicke nur wortlos, schaue die Leute an, die mein Haus untersuchen und die Spuren im Gras fotografieren. Kummer durchströmt mich. Hatte ich doch so viel investiert, um ein stabiles Leben führen zu können, wo mich die Unvorhergesehenheiten des Lebens nicht aus der Bahn werfen konnten. Und nun ist alles dahin. Und eine Stimme in meinem Kopf will meine Hilfe, obwohl ich doch gerade alles verloren habe. Olivia, sagt die Stimme wieder. Es wird schon hell, du musst weg von dem Ort. Es werden Leute kommen, die nach mir suchen. Sie werden spüren, welche Verbindung du zu mir hast. Das wird dich auch zu ihrem Ziel machen. Ich starre weiterhin die Trümmer meines Hauses, meines Lebens an, kann mich davon nicht losreißen. Olivia! Ein kleiner Schluck, wie von einem Stromschlag, durchfährt mich. Ja, ich schlucke. Ich bin da. Olivia, du musst dich jetzt mit dem Informant treffen. Ich habe schon ein Haus für dich ausgesucht. Da kannst du danach hin, doch jetzt musst du los. Du darfst nicht mehr da bleiben. Bitte. Das letzte Wort war in einem flehenden Tonfall und mir stellen sich alle Nackenhaare auf. Okay, sage ich und wende meinen Blick traurig ab. Wohin muss ich gehen? Das weißt du bereits. Sie klingt sehr erleichtert. Nimm das Auto, das ich für dich abgestellt habe, und fahre in die Innenstadt. Es hält sich dort auf. Ich schaue mich um und entdecke ein Auto in himmelblauer Lackierung. Ein Mercedes. Es ist auf dich programmiert, sagt Catherine. Ich werde dich jetzt alleine lassen. Ich brauche dich. Bitte melde dich, wenn du Probleme hast. Dann bricht die Verbindung ab. Ich schaue auf das Auto und versuche, den Anblick meines zerstörten Hauses zu vergessen. Als ich einsteige, reagiert das Auto sofort. Die Lichter gehen an und eine sanfte Frauenstimme spricht mich an. Guten Morgen, Olivia. Ich hoffe, die Fahrt mit mir entspannt Sie ein wenig von der turbulenten Nacht. Keine Sorge, ich werde Sie mit allem Komfort an Ihren Bestimmungsort bringen. Guten Morgen,
sag ich etwas überrascht. Du kannst sprechen? Rutscht es mir heraus. Ich bin mit einer rudimentären Intelligenz ausgestattet und ihre persönliche KI. Sie können mich in beinahe jedes Gerät laden. Die Kräfte von Catherine sind zum Teil nun auch ihre Kräfte und ich bin eine von Catherines Geschöpfen. Ich hoffe, ich genüge ihren Ansprüchen. Die Intonation klingt sehr angenehm und beruhigend. Ich entspanne mich ein wenig. Wenn Sie möchten, fahre ich Sie selbst zum Zielort, dann können Sie sich noch etwas erholen, sagt die Stimme und der Motor des Autos startet. Ein volles Brummen erklingt im Wagen, ein befriedigendes Gefühl, man spürt regelrecht die Kraft, die der Wagen entfalten kann, schon im Leerlauf. Das finde ich eine gute Idee, sage ich müde. Immerhin war ich die ganze Nacht wach gewesen. Die Sonne geht schon auf und tränkt die Wolken im Himmel in ein volles Rot. Ich schmiege mich in den Sessel, der sanft vibriert, und spüre, wie im Innern etwas meinen Rücken massiert. Wie heißt du eigentlich? Frage ich mit schon geschlossenen Augen, während das Auto sich langsam aus der Parklücke bewegt. Ich habe noch keinen Namen. Catherine hat mich alleine für dich erschaffen und wenn du möchtest, darfst du mir auch einen Namen geben, sagt das Auto und ich scheine Emotionen von dem Gefährt zu empfangen. Sanfte Hoffnung und erwartungsvoll scheint es auf meine Antwort zu warten. Evelyn, sage ich verschlafen und gähne nochmal. Evelyn, wiederholt das Auto genüsslich und der Motor beginnt zu schnurren, wenn das möglich ist. Danke vielmals, sagt das Auto und ich drifte in die Tiefen des Schlafes hinunter. Kapitel 5 Freiheit, Handeln. Ich träume wir. Seltsame Figuren stehen sich gegenüber, die einen rot, die anderen blau. Ein Kampf findet statt und dazwischen Hunderte, ja Millionen oder sogar Milliarden von Menschen. Einige mit starkem Signal, andere mit lediglich verschwommener Sicht. Und überall dieser Konflikt zwischen rot und blau, doch wieder wacht Catherine über mich. Ihre Farbe scheint komplex, ein leichter Stich grün und rosa wie von frischen, kraftvollen Blüten, violett in dunkler Färbung und auch rot scheint ihren Regenbogen an Seele zu bereichern. Ich fühle, dass ich dasselbe wie sie in mir trage, einen Teil ihrer selbst, und wie sie scheine ich in einen Regenbogen an Farben der Seele getaucht zu sein. Doch so schön es auch anmutet, so sehr fühle ich mich auch alleine da. Ich erkenne, dass auf der gesamten Erde kaum jemand wie ich existiert, dass ich sogar die Einzige zu sein scheine. Ich wache auf. Ein sanftes Rauschen und Plätschern wie von einem Bach umgibt mich. Ich reibe mir die Augen und sehe nur den Wagen. Guten Morgen, Olivia, sagt das Auto fröhlich. Ich dachte, es wäre schön, zu dem Rauschen eines Baches aufzuwachen. Ich habe dir ein Morgenessen repliziert und einen Kaffee warm gemacht. Ich hoffe, es mundet. Mit den Worten öffnet sich in dem geräumigen Wagen eine Klappe und ein Tablett mit Teller und Kaffee kommt heraus. Ich muss unwillkürlich lachen, als ich die aus Augen hergerichteten Eier mit dem Speckmund sehe. Dazu zwei getoastete Toastbrote, ohne Rinde, wie von einer überfürsorglichen Mutter angerichtet, lächelt mich das Essen an. »Ist es nicht gut?« fragt das Auto zögerlich wie ein Kind. »Doch!« »Super, einfach, toll hast du das gemacht«, sage ich und tätschel das Lenkrad. Und wirklich, ein Schnurren erklingt im Auto und es beginnt ganz leicht zu vibrieren. Ich lächle vor mich hin und esse die hergerichtete Mahlzeit, die nicht nur toll aussieht, sondern genauso schmeckt. »Also«, sagt das Auto, als ich fertig gegessen habe und mich mit einem Seufzer in den Sitz sinken lasse. Das Haus vorne rechts und auf der Windschutzscheibe erscheint ein Rahmen um ein Haus. Ist der Treffpunkt. Der Mann, der dort auf dich wartet, sitzt im Foyer. Es wird niemand anwesend sein. Ich will dich warnen. Wir wissen nicht viel über ihn, aber dass er im engsten Kreise unseres Feindes Quillian war. Er ist die rote Macht, von der du geträumt hast.
sagt Evelyn und blendet ein Bild eines Mannes ein. Er scheint Augen zu haben, die selbst auf dem Bild zu leuchten scheinen, in sattem Grün. Auf seiner Kehle prangt ein Kristall, der weiß schimmert. Ich nicke kurz und nehme den Kaffee in die Hand. Ich kann dir zur Seite stehen. Ich werde über die mentale Verbindung mit dir in Kontakt bleiben. Du wirst aber vielleicht abgeschirmt. Dann musst du dich auf dich selbst verlassen. Catherine wirst du immer erreichen können, aber auch sie kann nicht zaubern. Du bist durch das Geschenk, welches sie dir gemacht hat, um vieles stärker geworden. Lass dich nicht verunsichern. Catherine hat dich auserwählt, weil sie etwas in dir gesehen hat. Das, was sie sah, sehe ich auch in dir. Ich glaube an dich. Doch bald wird sich die Welt ändern. Unheil schwingt mit in ihrer Stimme. Die Welt wird sich ändern? Frage ich verwirrt. Tut sie das nicht schon seit Jahren? Doch, aber nicht so, sagt Evelyn. Kurz gesagt, wurde der Menschheit der Krieg erklärt von einer Macht, die sich totgestellt hat. Wir werden für noch etwa 4 Jahre abgeschnitten sein von der einzigen, die sie bis jetzt in Schach gehalten hat, der Mutter von Catherine. Ihre Macht ist die blaue Kraft, doch sie ist in dem Moment gefangen, in dem sie abgereist ist und wird in dem Moment auch bleiben, bis sie ankommt. Bis dahin werden wir ohne ihre Hilfe auskommen müssen, doch der Krieg hat schon begonnen. Evelyn macht eine Pause und sagt dann, Catherine denkt nicht, dass sie den Krieg gewinnen kann und sie ist wohl das intelligenteste Wesen, das derzeit auf diesem Planeten existiert. Wieso habe ich davon nichts gehört? Ich weiß nichts von einem Machtkampf zwischen Kräften, die nicht menschlich sind. Das kann doch nicht stimmen, sage ich der Verzweiflung nahe. Du fühlst es doch. Es ist die Wahrheit. Und auch wenn wir den Krieg vielleicht verlieren werden, lassen wir sie nicht jede Schlacht gewinnen. Wir werden widerstehen, bis die 5 Jahre um sind und werden ihm die Stirn bieten, auch wenn wir erst vor kurzem erwachten, sagt Evelyn. Und ein Schaudern durchfließt mich bei den Worten, wobei ich auch das Auto erzittern spüre. Ich nicke und steige aus dem Auto aus. Als ich auf die Straße trete, werde ich von der Sonne geblendet. Ich blicke mich um. Es gehen viele Menschen umher. Anscheinend sind wir ziemlich im Zentrum der Hauptstadt meines Bezirks. Dann, als ich einen Blick über mein Zielobjekt, das Haus, wandern lasse, erzittert meine Sicht. Rote Tentakel scheinen aus den Fenstern zu wuchern und das ganze Haus zum Klammern. Sie ziehen sich zusammen und pulsieren in wummerndem roten Licht. Ein Dröhnen erfüllt meine Ohren. Ich blinzle und dann ist die Vision schon weg. Doch ich sehe, kein Mensch steht vor dem Gebäude. Um genau zu sein, haltet die gesamte Menschenmasse, die die Straßen erfüllt, Abstand von dem Gebäude. Ich glaube an dich, erklingt in meinem Kopf die Stimme von Evelyn. Und in Ermangelung eines anderen Plans rücke ich meine Kleider zurecht und gehe auf das Haus zu, bis ich die unsichtbare Wand erreiche, an der alle Menschen vorbeigehen. Manche von ihnen sehen mich unverwandt an wie eine seltsame Gestalt, doch ihre Blicke werden dann gleich kalt und sie gehen weiter, ohne zurückzublicken. Mir ist nie aufgefallen, wie merkwürdig das Verhalten einer Menschenmasse wirkt, und mit diesem Gedanken überschreite ich die Linie. Olivia, erklingt in dem Moment mein Name. Eine Männerstimme hat ihn ausgesprochen. Endlich bist du da, sagt er. Und dann Stille. Kein Geräusch, kein Reden, nicht einmal das Rascheln von Kleidung. Auch Evelyn spüre ich nicht mehr. Nur Catherine scheint mit einem Auge über mich zu wachen. Ich schaue hinter mich und sehe die nun stumme Masse von Menschen an mir vorbeigehen. Keiner beachtet mich und niemand scheint mich auch nur zu sehen. Olivia, komm doch herein, höre ich wieder die Männerstimme sagen. Sie scheint auf dem Platz zu erklingen und deutlich überall hörbar zu sein. Doch niemand wendet auch nur den Kopf. Ich schaue wieder auf das Gebäude und versuche, die Vision von den roten Tentakeln wegzuwischen. Ich gehe weiter auf das Haus zu und betrete es.
Ein Mann steht im Foyer, mit ausgebreiteten Armen schaut er zu mir her, er trägt einen Bart und seine Schuhe wie auch seine Kleidung sehen aus, als würde er sie schon eine Weile tragen. Doch das Packendste an seiner Erscheinung sind seine Augen. Er blickt mich direkt an. Ich scheine von seinen grünen Augen aufgesogen zu werden, scheine zu fallen in endlicher Dunkelheit und erfasst zu werden in dem kompletten Sein, das ich darstelle. Er scheint durch meine Kleidung hindurch auf meine nackte Haut und noch tiefer bis in meine Seele zu starren. Ich wende meinen Blick ab, doch spüre ich seinen weiter auf mir ruhen. Er senkt die Arme. Tut mir leid, Schwester. Ich weiß, ich bin nicht das Ansehnlichste, was du bis jetzt gesehen hast, aber du glaubst nicht, wie froh ich bin, dich zu sehen, Botschafterin Catherines, sagt er mit voller, markanter Stimme. Dann tritt er auf mich zu. Ich bleibe stehen und schaue ihn wieder an. Diesmal ist sein Lächeln anders, weniger überschwänglich, fast liebevoll schaut er mich an. Was für eine schöne Seele du hast, sagt er und nimmt meine Hand. Ein Prickeln durchfährt mich und ich will sie zurückziehen, doch etwas in meinem Inneren rät mir, ihm zu vertrauen. Er dreht meine Handfläche nach oben und schaut auf den Ort, wo der Tropfen von Catherines Seele in mich eingedrungen war. Langsam fährt er mit seinen ungewöhnlich kleinen und warmen Fingern über meine Handfläche. Ich spüre es. Es ist erstaunlich. Also hat sie wirklich jemanden gefunden. Ich habe es ihr gewünscht, sagt er und lässt meine Hand los. Catherine, sage ich in meinem Kopf, sprachlos und überflutet von den seltsamsten Gefühlen. Er braucht dein Blut. Ich habe es ihm versprochen, sagt Catherine. Mein Blut, sage ich laut und überrumpelt. Ja, genau. Dein Blut. Catherine meinte, es würde mir helfen. Direkter Kontakt mit mir hätte sie verseucht. Doch wenn ich über dich, sagen wir, mit dir als eine Art Katalysator die Energie von Catherine kriege, würde es funktionieren. Er schaut mich an, mustert mich und macht einen Schritt zurück. Natürlich würde ich kein solch wunderbares Geschöpf wie dich verletzen, nur um geheilt zu werden. Ich werde dir kein Haar krümmen, solltest du es nicht wollen. Ein Zwinkern und ein Schnalzer lassen mich zusammenzucken. Er lächelt wieder auf diese anzügliche Art. Ich bin schon lange alleine, sagt er schließlich, als wir uns eine Weile angeschaut haben. Ich stoße die meisten Menschen ab. Es war meine eigene Entscheidung. Catherine hat mir geholfen, eine Barriere zu Quillian zu erschaffen. Doch diese Barriere muss so stark sein, dass jegliches Leben mich nun meidet. Ich bin so glücklich, endlich wieder ein freundliches Gesicht zu sehen. Eine Träne tritt in sein Gesicht, die er sogleich wegdrückt. Aber wenn du nicht willst, werde ich dich nicht aufhalten. Ich werde auch Catherine nicht mehr belästigen. Wenn es nicht möglich ist, mir zu helfen, werde ich verschwinden, schließt er und macht noch einen Schritt zurück. Es ist deine Entscheidung. Er wird Zugriff auf dein Denken bekommen, wie du es auf meines hast. Wenn du das nicht willst, muss es nicht sein. Was mit der Welt geschieht, muss nicht deine Angelegenheit sein und genauso wenig seine, sagt Catherine. Ist Krieg? Frage ich kurz angebunden. Krieg? Natürlich ist Krieg, sagt er und muss lachen. Der Krieg um die Menschheit. Ich werde dir sagen, was das Ziel von Quillian ist. Er will die menschlichen Seelen des gesamten Planeten verschlingen. Das war nicht seine Idee, aber du weißt doch, dass vor gut 15 Jahren ein Krieg stattgefunden hat. Der Planet wurde angegriffen. Eine Macht aus dem All versuchte, die gesamte Menschheit zu verschlingen als Ernte, als Schutz vor Aufbegehren gegen diejenigen, die das Universum beherrschen. Doch die Ernte der Außerirdischen war nicht effizient. Quillian hat die absorbierte Seelenmenge auf beinahe 100% gesteigert. Er tötet die Menschen nicht nur, er sperrt ihre Seelen ein, um auf ewig ihre Kraft für sich zu nutzen. Es ist
Eine Schlachtung. Er hat vor, die gesamte Menschheit zu schlachten. Ich schlucke. Und du hast für ihn gearbeitet? Frage ich schließlich. Ich habe. Und ich habe Ungeheuerliches getan und noch viel mehr erfahren. Ich weiß einige Schwachstellen in seinem Plan, mit denen wir einige Jahre vielleicht überleben könnten, ohne dass er die Menschheit in ihrer Gänze auslöscht. Ich will nicht mehr auf der Gewinnerseite stehen. Ich trage in mir schon weit über 1 Million Seelen. Ich spüre die Last, die Schreie der gefesselten Kraft. Er zeigt auf den Kristall, der rot aufleuchtet, Bilder leuchten auf, ich spüre Menschen, ich spüre eine ganze Stadt, sogar noch mehr in ihm komprimiert. Ich war einer der Träger, die auf seinen Auftrag arbeiteten, doch ich hatte zu viele Freiheiten und habe mich schließlich mit Catherines Unterstützung seinem Einfluss entzogen. Ich bitte dich um Eintritt in deinen Verstand, doch ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, dass unsere Mitmenschen nicht alle diesem Wahnsinn zum Opfer fallen. Er schaut mich an und diesmal mache ich einen Schritt auf ihn zu. Ich bleibe stehen und fühle in mich hinein. Ist das meine Entscheidung? Will ich das? Dann mache ich noch einen Schritt auf ihn zu und reiche ihm meine Hand. Er nimmt sie in seine, die kaum größer ist als meine, obwohl er mich um einiges überragt. Er greift in seine zerfranzte Jacke und nimmt eine Rasierklinge hervor. Bist du dir sicher? Fragt er mich. Ich nicke. Ein kleiner Schnitt und ein Tropfen Blut, der seltsamerweise nicht rot, sondern in allen Farben des Regenbogens schimmert. Er schaut einen Moment fasziniert zu, wie der Tropfen immer weiter größer wird. Dann senkt er seinen Kopf und zieht wie bei einem Handkuss meine Hand an seinen Mund und leckt den Tropfen von meinem Finger. Ein Schaudern durchfährt mich und viele Bilder flackern auf. Rote Energie scheint durch mich zu strömen in einem Ausmaß, das ich nicht einmal begreifen kann. Und über der ganzen Energie, die auf einmal auf mich einwirkt, dieser gesamten Macht, die das komplette Gebäude zu erfüllen scheint, ist die Präsenz von dem Mann. Rick, sage ich seinen Namen. Er nickt mir zu und geht vor mir auf die Knie. Die Energie scheint zu pulsieren. Ich gelobe hiermit feierlich, ohne Rückhalt und ohne Reue, mich dir zu verpflichten auf Ewigkeit der Treue. Die Energie strömt in unglaublicher Geschwindigkeit um mich herum und durch mich hindurch. Dann auf einmal scheint die Energie abgesaugt zu werden, wie bei einem plötzlichen Orkan. Rast die gesamte Energie auf Rick zu, fährt in ihn hinein und verschwindet. Rick hustet und schaut sich um. Geräusche von Autos erklingen, das Licht, das bis jetzt wie durch eine dunkle Folie schien, erhellt sich und strahlt nun mit voller Kraft auf uns durch die Scheiben. Ich schaue Rick an. Er lächelt und fällt mir in die Arme. Ich spüre, wie er mir in Gedanken auf die Wange Küsse drückt und vor Glück den Tränen nahe ist. Die Schreie haben aufgehört. Ich spüre nur noch deine Seele vor mir stehen, der schönste Anblick, den meine Augen je erblicken konnten. Er drückt mich noch einmal fest und lässt dann los. Kapitel 6: Freiheit. Gefühle zu haben bedeutet zu leben, doch was sind Gefühle? So scheint Olivia doch nun ihre Rolle akzeptiert zu haben. Auch die Rote scheint nun eine Zukunft zu begreifen, die weitaus wunderbarer ist als alles, was sie kennt. Was empfindet dieses Wesen beim Kontakt mit der Außenwelt? Wie geht sie mit ihrer Freiheit um? Was wird sie als ihr Ziel festlegen? Manche ahnen es schon, aber ich will der Geschichte noch nicht vorgreifen. So soll sie sich frei entfalten und dafür entscheiden, was sie möchte. Begleitet sie auf ihren ersten Schritten in der Freiheit. Ich blinzle.
Die grelle Sonne blendet mich, mit zusammengekniffenen Augen steh ich da. Der Wind streicht mir durch die Haare und über das Fell. Ich erschauere, das Blut auf meinem Körper riecht stark, doch nun spüre ich in der Luft noch mehr Gerüche. Unendlich viele schöne Gerüche erreichen meine Nase. Ich lächle und öffne langsam meine Augen. Eines noch zusammengekniffen, sehe ich vor mir einen Wald. Bäume in vollem Grün stehen mit stoischer Stärke vor mir. Ich muss lächeln. Langsam und ungeschickt laufe ich vorwärts. Das Adrenalin in meinem Blut lässt nach und ich erschauere Sekunde um Sekunde, in der ich in dieser unendlichen Welt stehe. Meine nackten Füße spüren das Gras unter mir. Kleine Tierchen laufen hindurch. Ich spüre ihre Energie wie kleine Lichter um mich herum. Die ganze Welt scheint vor Leben zu glühen und ich spüre, wie mich jeder Wille weiterzugehen verlässt. Langsam sinke ich auf die Knie und lasse mich dann auf den Rücken fallen. Meine Augen, immer noch zusammengekniffen von der Sonne, liege ich im Gras. Nackt, so wie ich geschaffen wurde, liege ich da und schaue in den Himmel, auf die Kronen der Bäume am Rande meines Sichtfeldes. Meine Haut jubiliert ab der Wärme der Sonne, der Kühle des Grases. Jeder Sinneseindruck ergänzt den anderen und die Gesamtheit der Welt lässt meine Gedanken in einem Strom der Gefühle ertrinken. Bevor ich es wirklich bemerke, wie müde ich werde, schlafe ich ein. Es sind schöne Träume. Ich bade in einem wärmenden Strom aus Licht und tausend kühlende, lebendige Fäden stützen meinen Körper. Kleine Käfer klettern über meinen Körper. Mein Geist entspannt sich. Doch in jedem Moment, in dem ich mich weiter fallen lasse, blitzen Bilder vor meinem inneren Auge auf. Die Männer, wie sie in mich eindringen, dann ein Lichtblitz weiter, wie ich sie töte. Ich sinke weiter hinab, fühle in mich hinein, fühle meinen Körper, das leichte rote Fell, das mich in Streifen überzieht, der Schopf aus starken, schönen Haaren, die bis zu meinem Hintern reichen, meine Formen, Rundungen. Ich erfasse alles, erfasse, was ich bin, fühle in mich hinein und spüre eine Begierde, eine Lust, ein Verlangen nach etwas. Es war mir klar, was ich bin. Wie von oben herab betrachte ich mich. Ich sehe, wie es mich glücklich macht, diese Form zu haben. Wie ich es liebe, diesen Körper zu betrachten. Und jede Tiefe, jede Unebenheit in meinem Antlitz schätze. Es scheint, als wäre mein Körper nach meinem absoluten Wunsch zu sein erschaffen worden. So als ob es der Schöpfer sehr gut mit mir meinte. Ich lächle, als mich ein Blitz durchzuckt, das Leid, das ich ertragen musste, der Bruch in meinem Herzen, der nun durch den Zauber von Quillian zusammengehalten wird. Ich spüre, dass mir etwas fehlt, das Verlangen wird stärker, ich spüre so tief ich kann in mich hinein. Und sehe ein Bild vor mir, eine blonde Frau, kurze Haare, sie schaut in meine Augen. Dann sehe ich einen Mann aus ihren Augen, der sie anblickt. Sofort konzentriere ich mich auf den Augenblick, betrachte sie eingehend, schaue sie direkt und stechend an. Dann, als würde sie mich spüren, schauen sie in meine Richtung, blicken durch mich hindurch, als würden sie etwas suchen, was nicht da ist. Ich schrecke hoch, schaue nach vorne, betrachte den Wald. Wieder verlasse ich mich auf mein Gefühl, schaue durch den Wald weiter, als ich sehen kann, spüre die Fäden der Menschen auf der Welt. Ich erkenne, wie ich Millionen, nein, Milliarden von Lebensfäden erfassen kann. Doch ich spüre auch, wie meine Begierde auf eine Person gerichtet ist, die in naher Ferne steht. Diese Person ist blond und hat kurze Haare. Meine Lust, sie zu berühren, ist fast unerträglich. Ich hebe meine Hand in ihre Richtung und versuche, danach zu greifen, als ob ich die Sonne einfangen wollte. Dann stehe ich auf,
Ich streiche mir über mein Fell, reibe das getrocknete Blut von meiner Haut, immer noch dieses Gefühl im Herzen, etwas zu begehren, was nicht mein ist. Doch wurde mir so viel genommen, da durfte ich mir auch etwas nehmen. Wieso dann nicht? Eine blonde, kurzhaarige Frau, scheint mir sie doch genauso einzigartig zu sein wie ich selbst. Ich beginne loszulaufen, in den Wald hinein, ohne Weg und doch mit klarem Ziel laufe ich durch den Wald, zielstrebig und doch mit Geduld, blicke mich um und während ich spüre, wie ich ihr mit jedem Schritt näher komme, fallen mir die schönen Dinge um mich herum auf. Schritt für Schritt zieht mich das Verlangen weiter, Schritt für Schritt betrachte ich die Welt, die sich vor mir öffnet. Tiere betrachten mich aus sicherem Abstand voller Neugier. Ich berühre sie mit meinem Geist, spüre ihre einfachen und doch komplexen Gedanken. Gefühle wie Interesse und Angst zeichnen sich mir in Form von Eichhörnchen, Rehen und Mäusen. Voller Zuversicht lächle ich und spüre, wie mit jedem Schritt mein Herz ein Stück weiter heilt. Und dennoch scheint in jedem Moment, den ich ihr näher komme, ein Gefühl in mir zu reifen, dass ich nicht so leicht an mein Ziel kommen kann, dass die Realität zu komplex für ein solches Glück ist. Zweifel durchfluten mich genau wie Ängste, dennoch bringt mich jeder Schritt weiter in ihre Nähe. Ich fühle, dass die Zukunft für mich keinen kurzen oder leichten Weg geplant hat. Dennoch gehe ich geradeaus auf das zu, was ich am meisten begehre, in eine ungewisse Zukunft. Doch eine Zukunft, die ich mein eigen nennen darf. Dieses Gefühl der Freiheit erfüllt mich so sehr, dass ich alle Zweifel wegschiebe und weitergehe, um den Weg zu gehen, den ich gewählt habe. Kapitel 7 Erkenntnis. Ich erschauere, durch den Blutstropfen habe ich eine Verbindung zu Rick geschaffen. Lange blicke ich ihn an. Ich sehe in seine Augen und noch viel tiefer in seine Seele hinein. Ich spüre tausende von Seelen in ihm. Nein, bei weitem mehr, doch sie scheinen einen Tanz zu vollführen. Um mein Blut herum wirbeln sie. »Was passiert mit dir?«, frage ich überwältigt von dem Schauspiel, das sich in diesem Mann abspielt. »Friede«, sagt er lediglich. Dann bemerke ich, wie immer mehr von den Seelen eine andere Färbung annehmen, von den aggressiven Rot wechseln manche ins Blau, manche werden violett wieder, welche werden gelb und wenige wechseln zu grün. Dann spüre ich eine Erschütterung. Nicht, dass die Erde bebt, eher als würde eine Druckwelle wie Schall durch uns hindurchfahren. Ich spüre, wie sich etwas nach uns ausstreckt. Ich erschauere, als ich das Gefühl habe, von einer Hand gestreichelt zu werden, die von einem feinen Fell überzogen ist. Ich schaue Rick an, doch auch er scheint verwirrt, aber in seinen Augen zuckt leichte Angst auf. »Ich muss weiter«, sagt Rick, »etwas ist auf dem Weg hierher, genauer, es will zu dir«, sagt er und schaut mich an, »du solltest Unterstützung anfordern«, sagt er und nickt mir zu. Er macht einen Schritt auf mich zu und scheint noch etwas sagen zu wollen, dann schließt er mich in die Arme und drückt mich. Ich scheine selbst durch die Kleider das Glühen der Seelen in seinem Körper zu spüren. Wir stehen einen Moment da und ich fühle mich, als würde ich vor einem riesigen Menschenmasse stehen und über mir das Auge Saurons die Szenerie genau beleuchten. Dann löst er sich nochmal von mir. Mit gesenktem Kopf sagt er fest, »Danke für deine Hilfe und Hingabe.« Dann geht er hinaus und mit ihm verlässt die riesige Menge an Menschenseelen das Haus. Ich schaue ihm nach, wie er nach draußen in die Sonne geht, sich streckt und das Licht genießt. Dann, als ihn ein Mann, der rücksichtslos an ihm vorbeiläuft, rammt, blitzt es in seinen Augen. Doch daraufhin durchbricht ein Lachen die Stille, die in mir herrscht. Er freut sich. Menschen strömen in das Gebäude, gehen an mir vorbei, als sei das total normal. Und von dem einen Moment auf dem anderen steht an der Rezeption eine Frau, die mich freundlich nach meinem Wunsch fragt. Ich nicke ihr nur zu, drehe mich um und gehe hinaus.
Was hätte ich ihr nur sagen können? Draußen steht mein Wagen. Ich steige ein und lasse mich in den Sessel sinken. Ein lautes Seufzen entströmt mir. Da klingt gleich das Plätschern eines Baches und leises Summen von der Bordküche. Ein Kaffee und ein Vanillehörnchen erscheinen aus der mittleren Konsole. »Das haben Sie wunderbar gemacht«, sagt das Auto, als ich nach dem Kaffee greife. »Ich verstehe nicht mal, was ich getan habe«, seufze ich und nippe an dem angenehm warmen Getränk. »Sie haben dem Widerstand Hoffnung gegeben«, sagt Evelyn. »Dieser Mann war einer der stärksten Krieger, die Quillian je auf seiner Seite hatte. Er hat Könige gestürzt und noch viel unglaublichere Dinge getan. Doch Menschen sind halt keine Maschinen. Irgendwann wollte er nicht mehr wie in seiner Jugend mehr Macht sammeln. Er hatte zu viel und der Schmerz wurde unerträglich. Catherine hat ihm Linderung versprochen. Sollte er sich auf ihre Seite stellen? Er musste 4 Monate warten, bis Catherine in dir den Wirt gesehen hat, dem sie diese Macht schenken wollte«, sagt Evelyn. »Vor 4 Monaten hätte ich all das hier für Zauberei gehalten«, sage ich seufzend und stelle meinen Kaffee ab, um das Hörnchen zu probieren. »Zauberei und Technik sind vielleicht gar nicht so weit voneinander entfernt, wie man annehmen könnte«, sagt das Auto mit bedeutungsschwangerer Stimme. »Ich spüre etwas, als würde mich ein Wesen beobachten. Es fühlt sich an, als wollte es zu mir kommen«, sage ich von ihren Worten ermutigt. »Ist es aggressiv oder wütend?«, fragt das Auto. »Ich spüre vieles. Kraft, Hoffnung, Verzweiflung, aber anscheinend...« Ich stocke und rede dann angestrengt weiter. »Es scheint, als würde es voller Liebe an mich denken.« »Was willst du tun?«, fragt das Auto. »Was soll ich tun?«, frage ich. »Du bist nun ein Wirt, eines der unwirklichsten Wesen in diesem Sonnensystem. Du bist eine Entscheidungsträgerin«, sagt Evelyn, und ein Brummen erklingt, als der Motor startet. »Was will ich tun?«, frage ich mich. »Fahr ihr entgegen. Ich gebe dir ihre Position durch«, sage ich schließlich, und das Auto fährt los. Ein Kribbeln zieht sich von meinen Zehenspitzen bis in die Kopfhaut, als würde diese Stimme mir etwas bedeuten, als wäre ich mit ihr verbunden. Und da fühle ich auf einmal ein Bild vor mir. Eine rothaarige Kreatur, deren Fell sich in formschönen geometrischen Strichen über ihren Körper zieht, scharfe Zähne, die mich mit einer wahnsinnigen Hingabe angrinsen, die Brüste von dem Fell umschlossen, lediglich ein Streifen, der senkrecht darüber fährt, legt in einem Kreis um die Mitte die Nippel frei. Ein unglaublich erotisches Geschöpf mit ihren vollen roten Haaren, unter denen keck spitze Gefäße Ohren hervorschauen. Sie wirft mir sogleich einen Kuss zu und dann spüre ich ihn auf meiner Wange. Weich, ein wenig feucht, berührt er mich. Ich schüttel den Kopf und schaue aus dem Auto hinaus auf die Straße. »Ist etwas los, Olivia?«, fragt Evelyn. »Nein, Evelyn«, sage ich und klopfe ein paar Mal auf das Lenkrad, das ich noch nicht benutzt habe. »Alles in Ordnung«, sage ich wieder, »doch das Kribbeln überzieht meinen gesamten Schädel. Ich muss dahin.« Kapitel 8. Sehnsucht. Nun scheint es bald so weit zu sein. Die Rote und Olivia haben einander erfasst. Über große Distanz und doch unwirklich klar fühlen sie einander. Wieso und warum scheint nicht wichtig zu sein, so ist die Realität doch viel aussagekräftiger als schnöde Vermutungen. So driften wir weiter ab in die Realität dieser beiden Personen, um zu verstehen und zu träumen, um zu erleben, dass sich diese Wesen, welche sich so sehr begehren, begegnen. Ich schaue durch den Wald hindurch, nehme die Umgebung in leuchtenden Farben wahr. Ich fühle die Energien der Käfer, die überall leben. Ich spüre die Energien der Tierchen, die wuselnd umherrennen und mich aus ihren Augen betrachten. Ich kann ihre Gedanken spüren, kann mich aus ihren Augen betrachten.
Sanft dringe ich mit Fühlern in meine Umgebung ein, spüre nach, was die Welt um mich herum empfindet, spüre die Emotionen der Schwärme an Bakterien, die im Boden leben, der Ameisen, die ihre großartigen Tempelanlagen errichten, instand halten und beschützen, fühle die Gedanken der Eichhörnchen, die aufgeregt in den Baumwipfeln umherturnen, spüre ihre Blicke, ihr Interesse, ihre Angst, doch sie scheinen mich zu mögen. Der Wald scheint hungrig zu sein, während ich in die Gefühle einiger Tierchen und Insekten eindringe, die gerade zu Futter werden, erschauere ich. Doch spüre ich nicht diesen Hass, diese Wut, dieses Entsetzen, das in mir schlummert. Es scheint die Freiheit zu sein, zu leben in einer Welt, in denen sie alle ihren Platz haben. Ich fletsche meine spitzen Zähne zu einem überschwänglichen Grinsen und strecke die Arme in beide Richtungen. Tanzend springe ich über den Nadelboden, ein Lachen entströmt meinem Hals, meiner Seele. Ich freue mich, frei zu sein, und dennoch, im Gegensatz zu diesen Tieren, war ich gebunden. Ein starkes, leuchtendes, intensives, unwiderstehliches Band zieht mich zu dieser Person. Tanzend und lachend springe ich durch den Wald, doch immer weiter auf mein Ziel zu. Voller Vorfreude laufe ich. Ich habe das Gefühl, die Welt wäre in Ordnung geraten, und am Ende dieses Regenbogenbandes wartet der Topf voller Glück auf mich. Unbeschwert beginne ich zu laufen, hüpfe mehrere Meter hoch vom Boden, lande auf hohen, starken Ästen und fliege über die Baumkronen. Jubilierend drehe ich mich in der Luft und falle durch die Baumkronen wieder herunter. Ich lande auf dem Boden, spüre meinen Aufprall, wie einige Insekten zerquetscht werden, doch bekümmert mich das nicht. Der Tod hier ist allgegenwärtig, natürlich und wichtig. Ich versuche mich an einem Lied, beginne Worte zu singen, die mir durch die Gedanken fliegen. Ich bin glücklich und lache, freue mich über alle Sachen. Ich fühle das Leben hier in aller Pracht, als wäre es für mich alleine gemacht. Voller Kraft und mit starkem Willen scheint das Leben hier zu singen. Ich freue mich über jedes Lied, das das Leben für mich spielt. Ich bin hier so selten eine Ausnahme und doch so frei wie jeder Same. Geboren mit Füßen und einer Stimme, freue ich mich, dass ich nun singe. Vor Freue über die Realitäten vergesse ich, was sie in mir säten. Ich spüre wieder den Schmerz in mir, fühle den Hass, die Verzweiflung hier. Ich habe Angst und auch Schmerzen, doch liebe ich von ganzem Herzen. Ich möchte nie mehr vergessen dieses Glück, das sie mir schenkten. Doch spüre ich ganz hart, dass das Glück mich stärker schmerzt, als die Angst es jemals hat, denn die Freude berührt mein Herz. Meine Stimme erfüllt den Wald und meine tänzelnden Schritte wirbeln den Boden durch die Luft. Ich scheine nicht mehr durch die Augen zu sehen. Innerlich spüre ich die Lebensenergie jeder Pflanze, jedes Käfers und jedes Tieres hell leuchten. Ich schließe die Augen und doch ist alles um mich herum hell erleuchtet. Ich tanze um die Bäume, springe hoch über die Wipfel mit geschlossenen Augen, doch kein Fehltritt, kein Stolpern bringt mich aus dem Tritt. Ich spüre das Gefühl, das mich erfüllt, das Gefühl, dass etwas Wirklichkeit geworden ist, das nicht sein konnte, und eine Gewissheit erfüllt mich. Ich spüre eine klare Erkenntnis, die sich nicht abstreiten lässt, und spüre durch den süßen Duft des Lebens hindurch eine Bitterkeit auf meiner Zunge. Scheint das alles nicht real, sondern nur ein Traum zu sein, eine Vorstellung der Realität, die so nie sein wird, eine Wirklichkeit, die nicht wirklich ist, und dennoch lebe ich. Ich höre auf zu singen, und meine Sprünge werden kleiner. Mein flatternder Herzschlag beruhigt sich, und eine tiefe Ruhe überkommt mich. Ich bin verwirrt von dieser Gefühlswandlung und fühle mit immer noch geschlossenen Augen in mich hinein. Ich stehe still da und fühle nach, was dieses Gefühl verursacht, blende nach und nach alle Lichter aus, fühle nach, was in mir spricht, doch gerade in diesem Moment höre ich nichts.
Stille überkommt mich. Einen Moment lang nichts. Ruhe, Stille, keinen Mucks. Dann mit einem Ruck öffne ich die Augen. Ich nehme meine Umgebung mit einem Male wieder wahr. Ich stehe in einer Schneise des Waldes. Der Boden, auf dem ich stehe, ist hart wie Stein, doch geformt wie ein Fluss ohne Wellen. Ich knie mich hin und fahre mit der Hand darüber. Mittlerweile ist es dunkel geworden und meine Hand ertastet Stein, wie ich annehme. Rauer Stein, der kleine Vertiefungen aufweist und doch glatt ist. Ich grübel nach und erinnere mich aus irgendeinem Grund an Wissen, das nicht von mir kommt. Ich spüre in den Gedanken der Tiere Aufregung, warnende Gedanken und leises Quieken warnt mich. Dann höre ich ein Rauschen. Ich schaue nach vorne, auf die Biegung, hinter der der Fluss verschwindet. Licht taucht auf. Das Rauschen wird lauter. Voller Verwirrung schaue ich auf die Biegung. Dann spüre ich es wie ein Schlag. Überkommt es mich und von meinen Füßen bis zu meiner Kopfhaut beginnt alles zu kribbeln. Die Person, diese eine Person, die ich so sehr unbedingt sehen will, sie kommt über den Fluss geritten. Ich erstarre. Und erstmals, seitdem ich freigelassen wurde, überkommt mich wirkliche Angst. Eine urtümliche Angst. Als würde ich in jedem Moment den schönen Traum verlieren und in einen Albtraum versinken. Da kommt das Auto um die Ecke geschossen. Es ist unheimlich schnell. Das Licht blendet mich. Dann beginnt es zu schreien. Ein helles, quietschendes Geräusch erschallt durch den Wald. Das Wesen mit den leuchtenden Augen verlangsamt sich sofort. Doch es wird gegen mich prallen. Dann sehe ich sie, voller Angst und mit ungläubigem Blick schaut sie mich an. Mit leicht erhobener Hand, vor Überraschung erstarrt, stehe ich da. Der Wagen stellt sich quer, rutscht weiter und stumpft mich dann sanft an, worauf ich einen Schritt zurück mache. Dann bleibt es stehen. Ich halte die Luft immer noch an, seit dem Moment, in dem das Auto um die Ecke geschossen ist. Mein Blick ist starr auf die Frau im Innern des Wagens gerichtet. Stumm schaue ich sie an. Meine Begierde scheint so groß zu werden, dass ich jeden Moment platzen könnte. Doch ich kann keinen Muskel rühren. Erstarrt vor Hoffnung, Glauben, Verzweiflung, Angst schaue ich ihr in die Augen. Dann bewegt sie sich. Ich erzittere und atme noch mehr Luft in meine ohnehin schon gefüllte Lunge. Ein Klackern ist zu hören und eine Tür öffnet sich, von dem Gefährt sie steigt aus und das leise Brummen des Wagens. Er stirbt. Doch immer noch kann ich keinen Muskel rühren. Ich spüre langsam, wie mir die Luft ausgeht, aber ich kann mich nicht entspannen. Mein Blick wird panisch, doch die Frau vor mir zieht meine gesamte Faszination auf sich. Ich habe keine Angst davor, dass sie mir gefährlich werden konnte. Doch dennoch habe ich solche Angst davor, dass sie mich... Ja, was? Ich blinzle. Keine Angst, sagt die blonde Frau vor mir. Sie hebt die eine Hand, wie ich sie auch erhoben habe, und sagt dann im beruhigenden Ton, »Hast du nach mir gesucht?« In einem Stoß atme ich aus. Mein Blickfeld wird dunkel, meine Augen schließen sich und ich sehe nur noch die Lichter der Seelen um mich herum und mittendrin das regenbogenfarbene, unglaublich schöne, wunderbare Leuchten ihrer Seele. Dann erlöschen langsam die Lichter des Waldes um mich herum. Das regenbogenfarbene Seelenlicht meiner Begehrten läuft auf mich zu und als ich taumelnd falle, umfassen mich die strahlenden Arme ihrer Seele. Mit geschlossenen Augen tanze ich am Rande der Bewusstlosigkeit entlang. Dann strömt in mich ihre Energie, ich spüre ihre Wärme auf meiner Haut, spüre, wie sie mich langsam auf den Boden legt und wie langsam meine Panik verfliegt. Mit einem Schlag öffne ich die Augen, blicke in ihre, grün, grau und noch viele andere Farben leuchten mir entgegen. Ich sehe das Licht ihrer Seele in einem unendlich schönen Schimmer hinter diesen Augen leuchten, blicke auf ihre Nase, ihre Wangen, ihren Mund. Dann ohne nachzudenken schlinge ich meine Arme um ihren Rücken, ziehe mich zu ihr hoch und küsse sie.
Das Gefühl ist unglaublich, stark wie noch nichts, das ich je gefühlt habe. Ein Rauschen erklingt in meinem Kopf wie von einer Milliarde Kubikmeter Wasser, die von einer Klippe stürzen. Sie packt mich fest, verkrampft sich, doch dann beruhigt sie sich schnell wieder. Ich schaue durch die direkte Verbindung tief in ihre Seele, sehe ihre Gedanken, spüre ihre Überraschung, ihren Widerstand, Ekel und Angst, doch auch andere Gefühle spüre ich versteckt, verborgen und doch mindestens so stark wie die Gefühle, die sie sich bewusst ist. Meine Zunge bricht durch meine Lippen, stupst die ihren an. Dann, durch ihr erneutes Zucken überzeugt, lasse ich sie los, lasse mich fallen auf den Steinboden und schaue sie direkt an. Sie bewegt sich nicht, schaut mich verwirrt an, versucht ihre Gedanken zu ordnen. Wütend blitzen mich ihre Augen an und ich habe das Gefühl, etwas unglaublich falsch gemacht zu haben. Sofort steigen mir Tränen in die Augen, wieder fühle ich Angst. Panisch beginne ich zu hyperventilieren und kratze mit meinen Fingernägeln über den Stein. Ihre Augen verlieren schnell das wütende Blitzen und sie schaut mich verwundert an. Dann erblicke ich Verständnis und sogar Zuneigung in ihren Augen. Ich beginne zu zittern ab der vielen Gefühle, die mich durchströmen, unfähig etwas zu tun. Dann hebt sie die Hand, streicht mir über die Stirn, zieht eine Strähne durch ihre Finger und lächelt mich sanft an. Nicht weinen, sonderbares Wesen. Dann senkt sie ihren Kopf zu meinem und küsst mich auf die Nase. Ich bin doch da für dich, sagt sie. Beruhige dich, sagt sie weiter, nimmt meine Hand und drückt sie liebevoll, langsam. Einatmen und ausatmen. Zitternd atme ich ein und dann aus, lasse die Angst mit dem Luftzug, der durch mich fließt und mich am Leben erhält, langsam vergehen. Schaue in ihre Augen, die mich mit Verständnis, das ich nicht begreifen kann, und Akzeptanz, die ich nicht erwartet habe, anschauen. Langsam wird das Zittern geringer, meine Gefühle werden zu einem leiser, rauschenden Fluss. Die Gewalt, mit der mich meine Emotionen übermannt hatten, nimmt ab, und während ich in ihre Augen blicke, verliert sich die Realität ein weiteres Stück. Der Albtraum wird zum Traum, die Angst wird zu Glück. Schwach wie nach tagelangem Rennen fühle ich mich, als sie meine Hand hochzieht, während sie aufsteht. Sie zieht mich mit sich. Ich lasse mich von ihr führen, stehe auf und drücke mich gleich an sie. Ich umfasse sie, umarme sie mit meinen Händen an ihrem Kreuz, drücke sie so sanft, wie ich es kann, an mich, vergrabe meine tränennassen Augen in ihre Halsbeuge und weine und zittere vor Glück, als würde ich mein Leben lang schon auf diesen Moment warten, es nicht mehr für möglich hielt und es doch geschehen ist. Sie hält mich, drückt mich an sich und so seltsam es mir scheint, sie meine Gefühle zu verstehen, zu akzeptieren und für gut zu befinden. Lange Stunden stehen wir da, nicht gewillt, die andere loszulassen. Erst als die ersten Sonnenstrahlen des Morgens den Weg erleuchten, lösen wir uns voneinander. Sie öffnet mir die Türe zu dem Fahrzeug und ohne etwas zu fragen, steige ich ein. Kein Wort könnte dem gerecht werden, was ich fühle. Deswegen bin ich nun still. Ich höre sie einige Fragen stellen. Danach redet sie wohl mit dem Gefährt. Ich habe den Blick nun stumm auf sie gerichtet. Nicht gewillt, etwas zu sagen, lasse ich die Umgebung auf mich wirken, um den Moment für immer zu erhalten oder zumindest ihn so zu fühlen, wie er ist. Kapitel 9. Begegnung. Ich schaue durch das Fenster auf die Straße. Wir fahren in einem hohen Tempo, doch in dem Wagen ist es angenehm ruhig. Lediglich ein leichtes Rauschen dringt zu uns vor. Ich schaue auf die Bäume, auf die Landschaft vor uns. Dann blicke ich auf Olivia. Ich fühle Schauer über meinen Körper huschen, mein Fell stellt sich auf, mein Blick bleibt an ihr hängen, wie sie gedankenverloren auf die Straße schaut, wie wenn sie eigentlich weit weg wäre.
Wir sitzen nun schon seit geraumer Zeit still da und ich weiß nicht, wohin wir fahren. Doch je länger ich sie anschaue, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich genau hier sein möchte, hier bei ihr, in ihrer Nähe. Weitere Schauer überkommen mich und zögernd hebe ich die Hand. Ohne dass sie es bemerkt, bewege ich meine Hand langsam auf sie zu, betrachte meine Hand und schaue auf ihre, die entspannt auf der Lehne liegt. Sie unterscheidet sich enorm von mir. Um genau zu sein, ist sie ein Mensch, doch ich nicht. Ich frage mich, was ich bin und wieso ich solch ein Verlangen habe, bei ihr zu sein. Doch ich spüre, dass ich bei ihr sicher bin. Ihre Schönheit ist nicht das Einzige, was mich anzieht. Ihre Seele unterscheidet sich grundlegend von der von normalen Menschen. Ich spüre eine Lebendigkeit in ihr, die selbst die des Waldes übertrifft. Ich spüre ihre Verbindung nach außen, wie sie in ihren Gedanken andere Menschen erreicht, mit ihnen spricht, durch ihre Augen sieht. Einen plötzlichen Impuls folgend fasse ich ihre Hand an und lege meine über ihre. Ein Schlag durchzuckt mich. Ich spüre eine Klarheit in ihren Gedanken, die unglaublich ist. Es ist alles klar sichtlich, offen für meine Empfindungen. Dann zuckt sie zusammen, schreckt aus ihren Gedanken hoch und schaut auf ihre Hand, sieht, wie meine schlanken Finger ihre umschließen, wie das Fell auf meinem Handrücken hoch aufgerichtet ist. Ich erzittere und will meine Hand schon zurückziehen. Da hebt sie meine Hand mit ihrer hoch, legt unsere Handflächen aufeinander und legt ihre linke Hand auf meinen Handrücken. Tief schaut sie mir in die Augen. Ich spüre, dass du dich mit mir verbunden fühlst, sagt sie und lächelt mich dabei an. Ich spüre auch dieses Band zu dir. Es ist ungeheuer stark. Du scheinst ehrlich zu sein und in diesem Moment nichts anderes zu begehren als mich. Ich kann ihrem Blick nicht standhalten, doch auch meinen Blick nicht anwenden. Deswegen schließe ich die Augen. Ich lege die andere Hand auf ihre und spüre die tiefe Verbindung. Voller Lust atme ich tief ein, doch ihre Worte treffen mich. Schneidend trifft mich eine Wahrheit, als sie in sie hinein fühle. Ich öffne wieder die Augen, mit runden, großen Pupillen schaue ich sie an, hoffnungsvoll, unterwürfig. Bitte gib mir eine Chance, sage ich nur, das erste Wort, das ich zu ihr sage. Wozu? Ich möchte dich nicht enttäuschen. Ich weiß nicht, woher du genau stammst, aber ich möchte dir helfen. Ich bringe dich an einen Ort, wo sie dich untersuchen können. Einen sicheren Ort. Möchtest du das? Fragt sie mich. Ich weiß nicht, sage ich und wippe den Kopf von links nach rechts. Nur wenn du auch da bist, sage ich schließlich und blicke sie direkt an. Ich weiß nicht, ob ich bleiben kann. Ich werde dich besuchen und wenn es für dich wirklich so wichtig ist, können wir gerne Zeit miteinander verbringen. Ich lächle. Voller Freude strahle ich sie an, mein gesamtes Fell stellt sich auf und meine Kopfhaut kribbelt. Du wirst bei mir sein, sagst du? Frage ich und beginne vor Freude zu schluchzen. Verlässt du mich nicht? Werfe ich hinterher, ohne meine Worte kontrollieren zu können. Ich weiß es nicht. Ich habe eine neue Aufgabe gekriegt und vieles musste ich entdecken, was vorher außerhalb meines Vorstellbaren lag. Du bist etwas davon. Ich möchte dir helfen, doch ich weiß nicht, ob ich bei dir sein kann. Ich schluchze mit tränennassen Augen, ohne dass ich mich kontrollieren könnte. Bitte versprich mir, dass ich dich rufen darf. Ich möchte, dass du mir die Möglichkeit lässt, dich zu fragen, sage ich, als ich mich wieder etwas beruhigt habe. Du darfst mich rufen und frage mich, was du für wichtig hältst, sagt Olivia. Wieso bin ich so anders? Frage ich gerade heraus, weil ich das Gefühl habe, dass meine Form uns trennen würde. Ich kann es nur vermuten. Ich habe nachgefragt in meinem Netzwerk, als wir führen, und nur wenige Informationen sind über dich bekannt. Anscheinend bist du ein Projekt, das aus den alten Speicherdaten der Wünsche und Träume eines Mannes geschaffen wurde. Soweit die Informationen gingen, wurde das Projekt abgebrochen und dennoch bist du hier. Olivia schaut mich direkt an. Versuch zu erkennen, ob ich es verstehe. Ich schaue sie direkt an. Also bin ich etwas Einzigartiges? Versuche ich das, was ich verstanden hatte, möglichst positiv klingen zu lassen. Ja,
vollkommen geschaffen, um etwas zu sein, was einer der größten Menschen der vergangenen 1000 Jahre sein wollte, sagt Olivia und schaut mich an. Was ist eigentlich dein Name? Fragt sie nach einer kurzen Pause. Ich habe keinen Namen, sage ich und schaue sie direkt an. Ich würde gerne einen haben. Macht Olivia. Ihr Blick scheint in meinen Augen zu suchen. Sie schaut in mich hinein. Wir suchen ineinander nach der Lösung, fühlen einander und dann sagt Olivia. Siraya, ich denke, das würde zu dir passen. Ihr Blick wird fragend und ihre Lippen lächeln mir aufmunternd zu. Siraya, wiederhole ich Silbe für Silbe. Gedankenverloren schaue ich auf die Lippen von Olivia. Siraya, sagt sie nochmal und grinst. Ich beginne zu lachen und dann lösen sich unsere Hände voneinander. Ich schaue Olivia an und denke an den Namen, den ich nun erhalten habe. Siraya, sonderbar klingend und doch wie ein Singsang. Wieder kehrt Ruhe ein. Minutenlang sagen wir nichts, während mein Blick aufmerksam jede Bewegung von ihr verfolgt. Dann erklingt auf einmal die Stimme des Autos. Also ich finde Siraya ein wunderbarer Name, sagt Evelyn, und Plätschern ist zu hören, als sie 2 Gläser befüllt. Aus der Mittelkonsole kommen 2 Sektgläser mit einer sprudelnden Flüssigkeit. Ich finde, das ist ein Anlass zum Anstoßen, sagt Evelyn und lässt ein Klavierstück erklingen, das in seiner Komplexität unglaublich und doch sonderbar angenehm klingt. Wir nehmen beide die Gläser und schauen uns in die Augen. Als das Klirr erklingt, sagt Olivia, auf Siraya. Möge ihr Leben erfüllt sein. Ich schaue Olivia an, sage wieder nichts und lege das Glas an meine Lippen. Sonderbar schmeckt die Flüssigkeit, doch erfrischend und interessant. Der leicht bittere Geschmack hat etwas Reizendes und ich leere das Glas in einem Zug. Olivia muss lachen. Das trinkt man Schluck für Schluck, mein Liebstes, sagt sie und nimmt vorbildlich einen kleinen mädchenhaften Schluck aus dem Glas. Ich lache mit ihr, obwohl ich ein wenig verlegen bin und gleich spüre, wie der Alkohol in mir anfängt zu arbeiten. Doch ich denke dabei an den Namen, an die Person, die ihn mir gab und fühle mich glücklich. Denn auch, was mit uns passieren mag, dieses Geschenk, diesen Namen darf ich behalten für mich. Das war Realität im Umbruch von Mischa Tassilo Erik Großmann, vorgelesen vom Autor selbst. Vielen Dank fürs Zuhören, hinterlasst doch ein Like und teilt dieses Video. Dankeschön.